Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserem Demon Hunter. Es ist früh am Morgen, 5:30 Uhr, und ich hoffe, ihr seid wach. Ihr könnt das in zu einer besseren Zeit sehen als um diese Uhrzeit. Und ja, wir gehen mal los. Wir haben die eine Quest gemacht. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Wir haben jetzt schon die nächste begonnen. Von ihr hier. Und können jetzt den einen hier nochmal abgeben. Das wollte ich Azeroth euch jetzt darf nicht nicht fallen. enthalten. Und gucken wir mal, ob wir eine Folgequest kriegen. Da ist sie nämlich. Und ich hoffe ja, dass wir jetzt hier nochmal eine kleine Questreihe bekommen an sich, wo wir ein bisschen was machen können. Ansonsten gehen wir nach Asuna wieder zurück. Asuna? Asuna? Asuna. So, ich bleib jetzt erstmal dabei. Gucken wir gleich nochmal nach. Es ist früh am Morgen und ich habe wieder keinen Kaffee. Naja, gut, okay. Ich würde unseren Sieg zwar gerne durch Finesse erreichen, aber die kalte, harte Realität zeigt, dass wir schlagkräftigere Truppen brauchen. Wir strapazieren Kaarduns Fähigkeiten, neue Zerschlagene zu rekrutieren, ohnehin schon über Gebühr. Okay. Doch jetzt, da wir Ariana Feuerherz haben, kann sie neue Dämonenjäger für uns ausbilden. Okay, also das Das heißt, wir kriegen hier Ariana ist mit oben, Abstand die links, beste rechts, Trainerin eine hier. neue Wer Einheit. weiß, vielleicht kann sie Ihnen sogar Metamorphose beibringen. Yeah, Metamorphose. So, gehen wir schnell hin, bilden die aus. Wir haben hier, glaube ich, genug Ordensressourcen. So, Ich hallo. habe alles geopfert. Was Ja, habt alle. ihr aufgegeben? Hätten wir auch alle machen können. So. Gut. Vertraut auf Fürst Illidans Plan. Sehr schön. Wir bekommen ein paar neue Einheiten. Geil. Okay, hat sich schon mal gelohnt. So. Fürst Illidan kennt Das den war's. Weg. Erstmal. Alles klar. Gut. Dann müssen wir sowieso jetzt abwarten, bis wir die Anhängermission gemacht haben. Jetzt muss ich erstmal gucken, welche Seite wieder. Ja, da geht's lang. Wir sollten unseren Ruhestein definitiv mal nach Asuna setzen, damit wir da jedes Mal hinkommen können, weil Fliegen ist ja auch immer nicht so toll zuzugucken, ne? Ist ja auch nervig, finde ich ja persönlich selber. Von daher mache ich das gleich mal, wenn ich die Möglichkeit habe, dort, wo ich hinfliege. Ist ja logisch, ne? Ansonsten, wir bleiben ja jetzt auch erstmal in Asuna, bis wir hier fertig sind. Vergeht ja wahrscheinlich nochmal zwei, Hallo. drei Tage. Das heißt wahrscheinlich erst ab nächste Woche. Ne, da wollen wir nicht hin. Wieso haben wir hier kein Viel Ausrufezeichen? Glück. Wo muss ich hin? Wo will ich hin? Ah, weil wir noch nichts angenommen haben. Das ist doch aber auch fra. Ja, wir haben doch was angenommen. Wir sind doch hier hochgegangen, oder? Lol. Wartet mal, wieso wird mir das nicht angezeigt? Wir haben nichts. Dort fahren wir noch was in Sturmheim. Richtig gut. Okay, wir fliegen nach Asuna hier oben hin. Da gibt es nämlich die Wie darf nächsten ich helfen? Folgequests. So. Das sollte doch soweit passen. Und ich hoffe, ihr hattet ein richtig geiles Wochenende. Ihr müsst jetzt verzeihen, ne? Ich erkläre das jetzt nochmal gerne. Das Wochenende meine ich. Nicht das, weil ihr seht es ja hier am 23. Hier, das Wochenende, jetzt kommen wir schon durcheinander. Das Wochenende, ja, hatte ich sozusagen mal sturmfrei. Nein, ich habe keine heftige Party gefeiert. Es war schon Silvester, hat mir das noch gereicht. Ne, ich hatte mal ein bisschen Zeit für mich. Wir haben ein bisschen gezockt, natürlich. Ein paar Serien wollte ich gucken in der Zeit, ein paar Games mal austesten. Und ja, hat mir echt gut gefallen. Hab auch ein bisschen übertrieben am Samstag auf den Sonntag. Also gestern, auf gestern, ne, schön um 7 Uhr erst ins Bett. Das war dann doch ein bisschen heftig. Und Sonntag dann natürlich komplett verpeilt rumgelaufen, weil ja, um 10:30 Uhr wieder Anruf kam, man musste wieder aufstehen. Naja, was müssen wir machen? Aber es hat echt Spaß gemacht. Ja, kleines Levelprojekt noch gestartet, um, was weiß ich, um 2:30 Uhr oder so. Und doch, hat mir gefallen. Dann habe ich noch bei The Division den Survival-Modus noch ausgetestet nach 4 Uhr morgens, 5 Uhr. Das zieht sich natürlich auch noch ein bisschen hin. Und doch,
war echt lustig. Kann ich nur mal empfehlen, wenn man es nicht übertreibt, Leute, ne? Also das heißt nicht jeden Tag so Der eine Session blaue macht. So, Drachenschwarm wir ist nur bekommen ein Schatten die seiner früheren Pracht. Erinnernden. Okay. Einst waren die geisterhaften Elfen im Süden im Besitz der Säule der Schöpfung. Oh, okay. Die als was? Golgannets Gezeitenstein bekannt ist. Ja, das hat sie gesagt, ne? Das ist kaputt gegangen. Oder so, ne? Er oder irgendjemand war das auf jeden Fall. Ihre große Stadt Narthalas wurde in einem längst vergangenen Zeitalter zerstört. Der Herrscher der Stadt, Prinz Pharondis, ging zusammen mit ihr unter. Ihr kleinen Wesen stirbt ja so leicht. Ja, da lacht er noch schnell bestimmt. Wenn jemand weiß, wo sich die Fragmente befinden, dann der Geist dieses Prinzen. Macht euch auf die Suche nach seinem Volk. Okay. Pharondis, das kenne ich auf jeden Fall. Die muss man machen, die Questreihe, um die Quest für den Dungeon zu bekommen. Wir brauchen Hilfe. Nach Todesschwinges Tod haben wir Drachen fast all unsere Kraft verloren. Und was noch schlimmer ist, wir können keine Eier mehr legen. Meine Welplinge sind die letzten ihrer Art, okay? Ich brauche euch jetzt, Champion. Helft mir, meinen Welpenhort zu verteidigen. Dann werden die Blauen euch zur Seite stehen. Wenn ihr sie braucht, das schwöre ich. Alles klar? Dann. Oh, ihr seid ein gütiges kleines Wesen. Ja, kannst du mal sehen, mein Hübscher. Würde ich sagen, gehen wir nämlich jetzt erstmal hin und verteidigen den Hort oder beschützen den Hort, damit wir ein bisschen Unterstützung selber bekommen. Und dann gehen wir runter zu Farondis. Genau. So, machen wir erstmal hier oben. Und können dadurch neue Verbündete gewinnen. Ne? Das wollen wir ja sowieso schon die ganze Zeit. Also tun wir das auch mal schnell. Ne. Ah, geil, ne? Schön Dalaran im Hintergrund zu haben, ey. Das wäre doch mal was, ey. Guckst ja bei dir zu Hause aus dem Fenster morgens, schwebt Dalaran an dir vorbei, ey. Geil. Natürlich nicht die Seite, wo die Toiletten sind. Das muss ja auch irgendwo hin. Das wäre ja ekelhaft. Oh, nee. Wacht Mann, auf, Leute. Bruder. Steht auf. Ah, Stellagosa. Hi. Nein. Nicht ihr auch noch. Die Welblinge sind tot. Das ist ja scheiße. Aber hier alle, ne? Das war doch gar nicht mal so eine schlechte Idee, dahin zu gehen. Junge. Hier wird schon gefightet, Alter, gegen den Süchtigen hier, ey. Das waren die bestimmt auch. Da bist du ja wieder, mein Dickerchen. Hi. So, kann ich mich denn mal hinstellen, damit wir dich auch so vernünftig sehen? So. Ein bisschen, ne? So ein bisschen. Ist ja riesengroß, ey. Gut, Quest abgeben. Quest. Neue Quest. Hallo. Okay. Ach so. Okay, das geben wir uns andere. Naja, gut, okay, gucken wir mal. So, mein Bester. Die Verdorrten sind widerwärtige und gefährliche Kreaturen. Sie greifen sich unsere Welblinge, schlagen sie bewusstlos und saugen das Mana aus den wehrlosen Babys. Das ist genauso wie bei den Hunden der Legion. Jetzt komme ich natürlich nicht drauf, wie sie heißen. Aber die haben auch das Mana ausgesaugt. Normaler mit den Tentakeln, ne? Die auf dem Kopf da so, ne? Normalerweise würden unsere Drachen und Wächter sie vertreiben, aber heute brauchen wir vielleicht eure Hilfe. Tötet davon 12. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, und da ist ein Welpling. Hey, mein Dickerchen, was ist los? Der Welpling ist am Leben, aber ohnmächtig. Einer der Verdorrten muss schon sein Mana abgesaugt haben. Ihr wisst bereits, dass freigelegte Ley-Kristalle eine geringe Menge Energie verbergen. Nee, bergen. So. Vielleicht könnt ihr einen dieser Kristalle verwenden, um ein paar Welblinge wiederzubeleben. Okay, ja, das kriegen wir hin. Das ist auch so eine World Quest. World Quest. Yeah. So, hier. Saugt mal dran. Ja. Yay, geil. Da flattert er wieder. Hallo. So, na, ach ja, ein Zaun hält mich auf. Das erinnert mich hier wieder an
per Anhalter durch die Galaxie, wo er den Zaun zumacht und die müssen außen rumlaufen, weil sie die Tür nicht aufmachen können. Richtig gut, richtig gut. Oh, noch eine Zwischenquest. Die nehmen wir aber auch so an einfach. Wir schnetzeln mal hier ein, zwei Leute mal nieder von denen. Oh, du kannst aber auch viel ab, ne? Nur da, weil du so ein dummes Gerippe bist, ne? So, was haben wir hier? Hier ist noch einer. Komm mal mit. Ups. Ja, also die gehen hier gut ab. Bin ich so schlecht equipped oder was? Das ist doch nur Lappen hier eigentlich, ne? Naja, geht doch. Junge, Junge, Junge. Muss ich jetzt eigentlich immer Leihkristalle so sammeln? Nee, gut. Mitkommen, Digga, mitkommen. Hier, du auch. So. Nice. Sehr schön. Ja, ich habe nämlich auch am Wochenende jetzt erstmal mein Capotto wieder rausgegraben und mal auf der Ali-Seite mal einen Versuch hochzuleveln. Natürlich wird das jetzt Ewigkeiten dauern. Hat natürlich noch nicht alle auf der Seite der Horde. Aber einfach mal so auch mal die Seite der Allianz mitzubekommen. Auch mal nice. Nee. Aber ich glaube nicht, dass wir das diesmal dieses Jahr mal als Let's Play noch machen. Letztes Mal in WoD hatten wir ja so, dass wir die eine Seite, also die Hordenseite gemacht haben. Und als wir bei der Hälfte waren, haben wir ja nochmal bei der Allianz angefangen. Ich glaube nicht, dass wir das machen. Weil im Großen und Ganzen ist das hier alles das gleiche, weil wir ja auch zusammen gegen die Legion fighten, so wie auch bei der bei WoD damals. Das ist mir halt aufgefallen. Von daher ist das nichts Großartiges. Ich glaube, Sturmheim ist das Gebiet, wo man noch Unterschiede bemerken kann, weil man da auch gegeneinander kämpft gleich am Anfang. Und Tittet Runas, den Geschmähten, den müssen wir uns holen. Das weiß ich noch, das lesen wir uns mal schnell durch. Ich konnte mich nicht lange halten, Zelmatul. Ich bin nicht mehr so stark wie früher. Sylagosa, was ist los? Wir brauchen wirklich eure Hilfe. Einer dieser widerlichen Kreaturen ist mit ein paar meiner Welblinge davon gelaufen. Ich habe aber seinen Namen gehört, Runas. Ich werde überleben. Es ist nicht weit bis nach Hause. Ihr habt seid. Was? Ihr aber seid noch stark. Tötet diesen Runas, bevor er unseren Brut noch einen weiteren Schaden zufügen kann. Okay. Wie seltsam sich Besuch anfühlt. Nach all machen wir. Jahren. Gehen wir mal hin. Ich aber erstmal hier. Kräfte überschätzt. Alle Drachen, selbst die Aspekte, sind seit dem Sturz von Todesschwinger erheblich geschwächt. Okay. Ja, da muss man auch erstmal drauf klarkommen, ne? Aber nochmal zum Punkt zurückzukommen, also wir werden bestimmt nicht nochmal ein Allianz nebenbei leveln. Werden wir vielleicht ein anderes Levelprojekt noch machen, mal gucken. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich habe ein paar Ideen, das hatte ich ja letztes Mal gesagt. Hallo? Wer hat uns angeschmissen? Du warst das hoffentlich, ne? Nicht, dass noch einer hierher kommt und Bock hat. Werden wir vielleicht ein anderes Levelprojekt machen und ja, 4-3 kommt jetzt auch noch, also von daher haben wir noch ein bisschen was zu tun und wir haben jetzt noch hier Asuna und ach ja, Namen Valshara vor uns, von daher gibt es einiges, was wir noch machen können und nach dem Projekt ach komm, hier, so nach dem Projekt ist ja noch nicht vorbei mit dem Demon Hunter. Ich werde versuchen ja den noch weiter hoch zu pushen. Wo kommt der Stein her? Ich hab doch hier einen Stein reinfliegen. Da! Du greifst mich ja echt an, Alter. Saugt der mir hier Mana aus oder will er es versuchen? Junge, Junge, Junge. Seht ihr? Jetzt hat er mich so abgelenkt. Jetzt habe ich das Thema oder den Punkt vergessen, wo ich war. Verwirrung am Morgen, aber es ist halt so. Das ist halt so, man ist verpeilt morgens. Auch wenn Montag ist Döner-Tag bei uns auf der Arbeit. Von daher ist das eigentlich nochmal alles noch ja mal gut gegangen bei uns, sagen wir es mal so, für den Montag. Ne, wir waren dabei, irgendwie ein neues Projekt. 4-3 kommt. Wir haben hier noch genug zu tun. Ah ja, genau. Mit dem Demon Hunter habe ich versucht, den ja noch zu equippen. Beziehungsweise LFR aufzunehmen dann. Jeweils die Sparten, die wir machen können dann. Definitiv. Werde ich auf jeden Fall zeigen.
Und von daher ist dieses Projekt ja noch gar nicht mal am Ende. Ne? Vielleicht bringen wir noch mal ein bisschen PvP rein. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen reingeschnuppert mit dem Hunter. Bin ich dabei, Was ein bisschen zu bildet ihr üben. euch ein? Aber ich will jetzt auch nicht großartig, Wisst weil ihr nicht, wer ich ich möchte bin? das meiste ja mit euch erleben. Von daher werde ich jetzt auch in Moment, nächster Zeit aufnehmen. was habt ihr da? So, er labert uns hier Was für zu. eine beeindruckende Waffe! Ja, kannst du mal sehen, Digga. Sie kann bestimmt sehr schmerzhaft sein. Ihr macht mich langsam wütend. Ich bringe euch um. Ich reiße euch das Herz heraus. Ich werde das Mana aus euren Knochen saugen. Ja, hast du Vergebe mich. gemerkt. Bitte vergebt mir, mein Freund. Es tut mir aufrichtig leid. Solch pure Energie. Sie hat mir den Verstand vernebelt. Ich hoffe, meine Lumpen und meine Verzweiflung sind nicht alles, wonach ihr mich beurteilt. Ich bin kein Ungeheuer. Schaut, ich werde es euch beweisen. Ich bin nicht manasüchtig wie diese elenden Kreaturen. Okay, er will sich bessern, also. Er hat einen klaren Gedanken, sagen wir es mal so, ne? Durch die Sucht ist sein Verstand benebelt, aber gewaltig. Und vielleicht, das haben wir aber auch im vielen Quest, durch den Schaden, den wir ihm zugefügt haben, ist er ein bisschen klargekommen, ne? Ist wie wenn man betrunkenen eiskaltes Wasser, also den Kopf mal kurz reinhält, wird er auch mal ganz kurz klar. Durch den Schreck halt, ne? Aber ja. Mal gucken, ob du auf unserer Seite bist, ne? Kann ja jeder erzählen, sagen wir es mal so. Aber wir haben erstmal einen, der mit uns mitkommt und uns ja, ein bisschen helfen möchte. Aber wir müssen hier noch mal ein paar Süchtige, zwei Süchtige hier klatschen. Hallo, meine Fähigkeit. Da ist sie. Ja, endlich. Kommt. Nein! Ach nein. Du sollst doch mitkommen. Ach, jetzt haben wir schon drei. Jawohl, kommt her. Vier. Ich wollte doch nur zwei, ey. Junge, 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 Junge. Okay, aber wir kriegen es hin. Wir machen die platt. Ja, wieso auch nicht, ne? Ach, das ist ja lächerlich hier. Ah, ja, wie gesagt, ne? Ich habe ja jetzt einen Ali angefangen, Capotto. Ist ja mein Krieger-Tank. Mein zweiter. Und es macht ja wieder Spaß, ne? So einen alten Krieger mal wieder zu spielen, wenn man schon Ewigkeiten nicht mehr da was gemacht hat. Ich habe jetzt, ich glaube, so seit November habe ich den nicht mehr angerührt, meinen Krieger. Und auch keine World Quest oder sowas gemacht. Ja, macht schon Spaß, ey. Muss ich dann doch nochmal ein bisschen weitermachen, sobald die Nachtfestung rauskommt, ne? Ist ja super equipped, der Krieger-Tank. Von daher kann ich den Wer ist für das? normal locker nutzen. 880, glaube ich, angelegt. Von daher sollte das passen. So, wir geben in dieser Folge nochmal ab. Ich bin Nicht, dass Rudas, wir jetzt Sohn hier alles von komplett Ibrahim, übertreiben. vormalig aus Surama. Es freut mich, Nacht, eure Bekanntschaft zu Süchtiger. machen. Oh. Ich traue euch und euresgleichen nicht. Er wird hier aufgehalten. Okay. Ich verstehe, ehrwürdiger Drache. Mein Volk hat euer Misstrauen verdient. Lasst mich Wiedergutmachung leisten. Na, akzeptiert ihr ihn erstmal? Kommt da noch was? Naja, gut, okay. Wir geben jetzt nochmal schnell ab. Wir lesen uns das jetzt nicht schnell durch. Das noch. Und wir kriegen Schultern. Oh, 7,45 zu 7,29. Und was haben wir hier? Schmuck. Das ist jetzt nicht so extremst weiter. Beweglichkeit, okay. Wir nehmen die Schultern. Nehmen noch nichts Neues an und lassen uns überraschen, was im nächsten Part passiert wird. So, Leute, also macht es erstmal gut. Bis bald.